Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Heute mit ganz, ganz vielen Dorfzuschauern, die sind uns alle besuchen gekommen, weil wir wieder im Livestream sind und ich quasi jetzt im Livestream live aufnehme. Wir werden nämlich wieder Leute besuchen gehen. Gut, den ersten Tag jetzt nicht. Wir werden jetzt natürlich erstmal zu Hause herumstapfen. Wir müssen ja Gerd besuchen und unseren Güter und überhaupt und... Hallo. Oh, sie schreiben alle Hallo, Hallo, Hallo YouTube. Und dann besuchen wir natürlich auch Helga, die Muräne, ist doch klar. Helga. Und Kevin, die Flunder. Herrlich, alles vorbereitet. Melinda hat uns alles gut. Was? Beim letzten Mal hast du das Spiel beendet. Ja, haben wir absichtlich gemacht. Hatte das einen Grund? Ja. Naja, ja, ich verstehe schon. Danke. Danke. Oh, es regnet. Endlich haben wir mal wieder einen Regentag. Dass ich mich über Regen freue, liegt daran, dass wir wieder Kryoden bekommen, wenn wir am nächsten Tag buddeln, wie blöde. Helga. Ach, guck mal, wie schön es auch regnet. Und wir haben Post bekommen. Post für uns. Das ist cool. So viel. Das ist awesome. Schauen wir doch mal, was wir hier alles für Briefe bekommen haben. Ein Brief von der Carolin. Grüß dich, Shani. Heute ziehe ich endlich um. Wir haben so viel zusammen erlebt. Ich hoffe echt, dass es in meiner neuen Stadt auch jemand so cool wie dich gibt. Leb wohl, Carolin. Die Carolin werden wir sicherlich bei dem einen oder anderen, Freund jetzt auf unserer Freundesliste mal wiedersehen. Ne, die ist ja nicht aus der Welt. Wir haben hier von Rainers Galerie, unser Bild bekommen. Liebe Cousine Annie, ihr Deck gewünschte Perlengemälde. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal umtauschen der Stattung ausgeschlossen. Ich hoffe, ich habe nicht die Fälschung gekauft. Schenk entfernen. Und wir haben von Leonardo einen Brief bekommen. Grüß dich, Annie. Es mag nicht so aussehen, aber ich betrachte dich als Freundin, besonders nach deinem Brief. Wir beide halten zusammen wie Pech und Schwefel, Annie. Gruß, Leonardo. Ah, Leonardo und ich, wir sind so gute BFFs und jetzt trotzdem immer noch so fies zu mir. Oh ja, ich muss ja noch meine Popos einpflanzen. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Popos einpflanzen soll. Und ich weiß auch nicht, wo ich meine Büsche einpflanzen soll. Ich hätte gerne Büsche neben dem Haus, aber wir haben ja festgestellt, das geht nicht. Pflanzen wir unsere Büsche ein. Ich weiß nicht, wo wir unsere Büsche einpflanzen sollen. Ich habe so tolle... Und wir... Oh, guckt mal, was hier alles nachgewachsen ist. Vielleicht hier so ein Busch? Hier wäre da ganz hübsch, oder? Pflanzen wir hier einen Busch ein. Einpflanzen. Lecken, Azalea. Ja, Leonardo ist super. Alter... Wir müssen so viel ernten. Wie soll ich das denn schaffen? Ich kann mich doch auch nicht zweiteilen. Ja, ich muss noch meine Popos einpflanzen. Da, guckt, meine Popos, die habe ich bekommen. Ah, einpflanzen. Ihr müsst mir dann Bescheid sagen, bevor ich eure Stadt besuchen komme, ob ihr dann irgendwelches Obst oder so braucht. Ich bringe auf jeden Fall Gastgeschenke mit. Oh, hier muss ich wieder ein paar Blumen einpflanzen, damit ich hier ernten kann. Oh, schönes Wasser, Gosch. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin kompetent. Nein. Ah, verdammt. Mist. Hier nochmal auf dem Boden. So. Danke. Hallo, Mischka. Mischka, 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 Mischka. Mischka. Dieser Regen durchnässt mich besser auf die Knochen, Honey. Jetzt mal im Ernst. Der Regen hört doch irgendwann auf, oder? Rau. Also, was liegt an Miau? Lass uns quatschen, Mischka. Also, Christa wollte unbedingt etwas von mir haben. Und ich hab's einfach total verpeilt. Ich hab's hier, aber jetzt gerade bin ich zu gestresst, um es hier vorbeizubringen. Könntest du das tun? Schon unterwegs. Ich bin ja so froh. Du bist echt eine Riesenhilfe für mich, Honey. Da. Ich weiß, das ist viel verlangt. Aber kannst du zusehen, dass du es noch heute übergibst? Christa, Geschenk geben. Christa, Geschenk geben. Okay, Christa, Geschenk geben. Schubst mich nicht. Könnt ihr euch das bitte merken? Ich wollte mir noch das Geschenk hier. Das ist ja das Bild. Das bringen wir ins Museum. Wir müssen eine Museumstour einrichten. Es gibt wieder so unglaublich viel, was wir an Sachen zu Eugen bringen können. Oh, guckt mal, unsere Allee ist gewachsen. Oh, schön. Das gefällt mir. Ich packe dann hier noch ein paar Blumen hin. Ich müsste mal später unbedingt eine Bank hin. Das sieht doch hübsch aus, so. Nur so eine kleine Blumenecke. Haben wir hier noch mehr, was wir einpflanzen können?
Atsukuchen schreibt alle, der schreibt, dass er sich das merken wird, dass wir Christa noch schenken müssen. Flo, ich habe einen Flo im Inventar. Komm, hier. Flieh, Flo. Flieh, Flo. Was? Ach, ich bin so froh, dass ich meine Nerdbrille habe. Das ist so schön. Oh mein Gott, wir müssen so viel ernten. Wie soll man das dann schaffen? Ich bin den ganzen Tag beschäftigt mit... Nein! So. Aber unsere Wohnung sieht zunehmend besser aus. Mir fehlt allerdings immer noch das Sofa passend zum Set. Also so doof. Hm, was haben wir alles dabei? Das ist mein Schnauzer, der ist so super. Der kommt hier hin. Kleehut, Rubinband, Luigi-Mütze, Scherzbrille. Will jemand eine Luigi-Mütze haben? Ich habe noch eine Luigi-Mütze zum Verschenken. Ich nehme mal einfach eine Luigi-Mütze mit zum Verschenken, dann schon mal später. Wobei, jetzt müssen wir erstmal ein leeres Inventar haben, ne? Ich lasse das mal mit dem Geschenken. Ich guck mal, später werde ich mir aussuchen, wen wir besuchen können. Und dann werde ich dementsprechend gucken, dass wir das mit dem, dass wir das hinkriegen mit dem richtigen Verteilen von Geschenken. Ich nehme jetzt mal nicht so viel mit. Die Popos muss ich einpflanzen. Ich weiß nicht, wo pflanzen wir die Popos ein? Genau, Snowball Cookie schreibt, ihr könnt mir doch, dass meine Zuschauer mir noch helfen können. It's me, Luigi. Wir gucken mal, wie viele Leute wir besucht kriegen. Und hoffentlich wieder keine DCs kriegen, das wäre toll. Ah, wo pflanzen wir unsere Popos ein? Ich will meine schönen Alenia hier behalten. Aber hier wäre ja noch Platz. Ich weiß jetzt nur nicht, vom Abstand her. So vielleicht. Aber das ist neben dem Stein. Neben dem Stein wächst doch kein Baum, oder? Nee. Ich glaube nicht, dass neben dem Stein ein Baum wächst. Dann müssen wir die Abstände halt anders machen. Kriegen wir hin. Dann kommen nämlich hier Popos hin. Da. Popos. Vergraben. Sehr schön. Hey, die ganzen Platsch-Platsch-Regengeräusche hier. Das ist super. Vergraben. Ob ich die Pfirsiche Popos nenne, weil die aussehen wie Popos, die am Baum hängen. Ganz einfach. Pudeln! Da wäre ich fast reingelaufen. Da ist eine Falle. Verschämtheit. Guck mal, hier hat früher mal der Carolin gewohnt. Ist der Quentin zu Hause? Nee. Kann der nicht mal ausziehen? Den mag ich nicht so. Der ist immer so komisch. Der klaut immer die coolen Sprüche von anderen. Sehe ich da? Unkraut! Das kann ja wohl gar nicht angehen. Ich habe eine Stadtverordnung, dass sowas gar nicht angehen kann hier. Von wegen Unkraut und so. Ich gebe dir mal Unkraut, liebe Stadt hier. Da kraute ich dich aber um. So, war hier irgendjemand, der hier durchgelaufen ist? Wir mussten zu Christa. Na, hallo Günther. Ja, guten Tag. Bin ich jetzt hier auch auf YouTube? Ja, ich bin ja immer auf YouTube. Hallo Livestream-Zuschauer. Ich bin der Günther der Baum. Ich wachs hier auch. Und ich habe inzwischen schon ein Loch. Was ist das für ein Zustand hier? Ein Loch. Ich habe ein Loch in meinem königlichen Sturm, meinen schönen königlichen Sturm. In die Popos beim Stadteingang, das unterstreicht das Flair. Ja, wenn ich mehr Popos habe, mache ich das. Aber erstmal züchten wir die. Ich züchte ja momentan erstmal ganz viele verschiedene Bäume, damit wir sehen, was wir da draus eventuell machen können, wo wir die einpflanzen. Ich möchte auf jeden Fall einen Tannenwald haben. Ich hätte ganz gerne so um das Rathaus herum einen Tannenwald. Deswegen pflanze ich immer wie wild hier Tannen an. Weil ich möchte ums Rathaus herum Tannenwald haben. Ich liebe Tannenwald. Boah, als wir diese Spinne versucht haben zu fangen, ne? Ganz ehrlich, die hat mich fertig gemacht, diese Spinne. Ach, guck mal, Günther, du wirst begrüßt. Oh, voll, davon habe ich jetzt nichts, weil ich 3000 Kilometer weit weg bin. Ja, so passiert's. Leonardo ist nicht zu Hause. Na gut. Müssen wir halt weiter mit ihm Brieffreundschaft pflegen. Ein Fossil. Oh, da hat sich das Graben gelohnt. Tschack, tschack. Glitsch, glitsch. Top, 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 top. Keine Ahnung, seit wann wir schon aufnehmen. Könnt ihr mir ja mal so nach, ich würde sagen, so 10 Minuten Bescheid sagen, dass wir nicht die Folgen überziehen. Gucken wir mal, was es heute hier in der Fundgrube gibt.
Ja, Tannenwald ist jetzt nicht direkt was Besonderes, aber ich finde halt, ich mag halt Tannen sehr gerne. Oh, hallo, herzlich willkommen. Ja, da ist jetzt nichts Spannendes, ne? Da gehe ich dann mal wieder. Aber wir müssen uns unbedingt mal Möbel aufwerten lassen hier. Danke für deinen Besuch. Du hast nichts gekauft und nichts verkauft. Naja, gut, so bin ich jetzt wenigstens nicht pleite. Pat, 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 pat. Oh. Oh, wow, spontan daneben gebuddelt, aber so richtig mit Schmackes. Ja, es ist sinnvoll, wenn ihr auf die Uhr guckt. Ja, ich glaube, wir haben so ab 23 Uhr angefangen aufzunehmen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oh, da ist ja noch mehr Kreuz. Super. Wie ein Fossil für uns. Weil ich habe jetzt hier nämlich keinen Timer nebenbei, den ich angucken kann. Sonst sagt OBS ja immer, wie lange man aufnimmt. Aber jetzt sagt er mir, dass ich schon seit 2 Stunden 35 streame. Aber da haben wir ja Splatoon gespielt. Geld? Nein. Na gut. Was habe ich noch im Inventar? Ja, ich würde es verkaufen, lohnt sich da noch nicht. Verkaufen, aufheben, verkaufen. Alles, was ich verkaufen will, kommt darüber. Das muss zu Christa. Das muss ins Museum. Dann machen wir jetzt eine Museumstour, oder? Aber ich glaube, ich habe jetzt schon so viele Fossilien, dass ich sie gar nicht mehr wegkriege. Die Bäume sehen so frisch und knackig aus hier. Wollen wir Leonardo und Popo hinpflanzen? Ja, hier so links und rechts, so zum Stadteingang. Ja, schwierig. Popo-Stadteingang wäre auch nicht übel. Ich möchte halt hier alles Tannenwald haben. Da arbeite ich halt dran. Deswegen kaufe ich momentan die Verrückt-Tannen. Und pflanze die halt ab hier so ein. Ihr seht hier, der Tannenwald wird ganz dicht. Dann kommen hier Tannen. Die gehen hier hoch um das ganze Rathaus hier rum. Und dann machen wir hier alles voll mit Tannen. Das ist richtig schön, der dichter Nadelwald wird. Und dann fangen hier bei uns die Obstalleen an mit den Obstbäumen. Die gehen hier entlang. Müssen wir noch ein bisschen fällen, weil die wachsen hier noch nicht ganz symmetrisch. Oh, Mischka, du hast mich erschrocken. Hi! Was läuft da für Fatima? Oh, Fatima, du hast voll die süßen... Oh, hi! Voll die süßen Schirm. Du, Honey, ich spare auf ein neues Buch, aber es reicht noch nicht ganz. Jetzt verkaufe ich einige Sachen, um mir den Rest auch noch anzusparen. Willst du nicht vielleicht ein Klassik-Käppich kaufen für günstige 2300 Sternis? Was ist denn das bitte für ein... Hat sie nicht gesagt, sie will ein Buch kaufen? Sie hat doch gesagt, sie will ein Buch kaufen. Ich schwöre, sie hat gesagt, sie will ein Buch kaufen. 2300 Sternis? Aber gerne. Wirklich, danke. Hier. Ist aber ein teures Buch. Oh, hallo, Lilly. Danke. Es hat mich gefreut, Geschäfte mit dir zu machen. Hallo, Lilly. Ich grüße der Kane. Ich stört der Regen auch. Da will man sich verbarrikadieren und auf die Sonne warten. Womit kann ich dir behilflich sein? Plaudern wir an diesem wunderschönen Regentag. Es ist höchste Zeit, dass ich dein Haus von innen sehe, Honey. Was meinst du dazu? Ja, warum nicht? Komm ich besuchen. Ausgezeichnet. Um wie viel Uhr wärst du denn weg? Ich bin in Kürze mit Mischka verabredet. Aber danach habe ich Zeit. Also sagen wir irgendwann nach 15.30 Uhr. Wir nehmen ja noch eine Weile auf. Im Spiel ist es dann jetzt... Wie spät ist es im Spiel? 15 Uhr müsste es jetzt in etwa bald im Spiel sein. Wir nehmen ja noch eine ganze Weile auf. Machen wir mal 16 Uhr draus. Merkt euch das bitte wieder. Perfekt. Dann werde ich um Punkt 16 Uhr beide klopfen. Das wird wieder nichts. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Ja, da haben wir aber noch massig Zeit hin. Wo ist denn jetzt immer noch Christa hier irgendwo? Christa! Christa! Christa ist doch hier rum. Ich habe doch hier Christa rumlaufen sehen. Ist da? Christa! Oh, hallo! Stört dich der Regen auch? Da will man sich verbarrikadieren und auf die Sonne warten, Pflaum. Hey, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Wolltest du etwas mit mir besprechen? Lieferung. Oh, was ist es denn? Keine Ahnung, aber Mischka hat es mir gegeben. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Tada! Oh, ja. Ich hatte Mischka gebeten, mir das zu besorgen. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, hervorragend.
Strand. Endlich habe ich, was ich schon immer gewünscht habe. Die schon immer gewünscht haben. Eine Dusche. Ich habe mich vorher nie geduscht. Ich habe mich vorher, wie es sich für einen Vogel gehört, nämlich immer im Sand gewälzt. Fantastisch. So schön hätte ich mir das nie erträumen lassen. Danke jedenfalls, Honey. Wieso nimmst du nicht dieses hier als Zeichen meiner Dankbarkeit? Oh. Ja, diese Modelleisenbahn macht sich ausgezeichnet in deinem Haus. Es ist die dritte Modelleisenbahn, die wir bekommen. Das ist die dritte Modelleisenbahn, die im Spiel. Bitte was? Die kriegt wieder Leonardo. Das ist mir egal, die kriegt er wieder. Das ist mir egal, ob dein Haus voll damit ist. Die kriegt er wieder. Danke, toll. Eine Modelleisenbahn. Super. Ole, ole, Modelleisenbahn. Ich weiß es nicht. Ciao, Leo. Das hier sind übrigens Uwe und Herbert und Otto. Meine Gyroden. Die Dinger. Ich finde die so toll. So, dann, Sekunde, wir sortieren jetzt gerade mal ein bisschen das Inventar. Wir gehen jetzt schon mal einen Teil der Fossilien wegbringen, weil unser Inventar so voll mit den ganzen Sachen ist. Da machen wir einfach schon mal einen ganzen Teil draus. Die Modelleisen, den Klassikteppich hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Der kommt jetzt erstmal so lange da rein. Gut. Den Popo, den verbleibenden Pfirsich packe ich hier hin. Den Ballon nehme ich einfach mal mit. Da muss ich einfach auch noch hier. Und dann nehmen wir jetzt, nee, das war die Tulpenseite, den ist ein Pharao-Papier. Und schreiben jetzt Leonardo einen wunderschönen Brief. So, hier, damit geht das Briefschreiben. Ah, Leonardo. Liebster Leonardo, ich habe von Christa gerade einen Gegenstand bekommen, Komma. Oh, verdammt, das passt ja nicht mehr. Einen Gegenstand bekommen, dann verzichten wir aufs Komma. Nein, das ist ein Brief. Du sicher liebend gerne hättest. Sieht komisch aus. Ich weiß doch, Komma, wie gern du Züge hast. Hast. Da, so. Liebe Grüße, deine Honey. Da steht noch lebend gerne, ne? Liebend gerne. Ich mag das nicht, wenn du da drauf klickst, dass dann irgendwie, na, das nicht immer klappt mit dem Tippen. Das ist ja tolles Briefpapier. Das hätte ich auch wahnsinnig gerne. Guckt euch mal an, wie schick das aussieht. Das ist schickes Briefpapier. Wenn wir das mal wieder kaufen können, dann, ne, wisst ihr Bescheid. Modelleisenbahn da. Das hebe ich mir von auf, den von Leonardo. Achso, ich muss ja aus meinem Haus rausgehen, um Dinge löschen zu können. Da war ja was. So, achso, das Briefpapier legen wir wieder weg. Ich mag Züge. Wir müssen mal bei Leo reingucken. Mal schauen, ob er die auch alle brav in seinem Haus aufstellt. Ich bin so eine liebenswürdige Person, nicht wahr? Das Perlengemälde kommt auch ins Museum. Das noch. Das noch. Ach komm, wir legen die Sachen hier so lange weg. Dann können wir eine volle Museumstour machen. Alter, Eugen wird so abgehen. Guckt euch das mal an. Eugen wird so abgehen. Oh, Eugen wird so durchdrehen. Ich liebe gerne hättest, genau. Zitat Honey. Ich hätte es gerne lebend, ne? Du willst deine Modelleisenbahn bestimmt lebend haben, oder? Ah, schön, dann gehen wir durch unsere Allee durch. Hier müssen wir noch schöne Wege verlegen. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie die aussehen sollen. Ich habe ganz tolle kleine Steine gefunden. Trittplatten, die jemand gestaltet hat. Die haben mir total gut gefallen. Da bin ich am Überlegen, ob ich mal selber was pixle. Aber das dauert ewig, bis ich das mache.
Nein, Leonardo fand das Geräusch von gleisenden Modelleisenbahnzügen doch sicherlich sehr anregend. Platsch, platsch, platsch. Vögelchen! Platsch, 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 platsch. Alter, Eugen, ey. Eugen wird so abgehen. Ja, stimmt. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall schon lange genug auf. Dann werden wir das mit Eugen jetzt noch machen und dann erstmal die Folge beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir noch durch die Stadt gehen müssen und leider noch keine Zuschauer besuchen können, weil wir haben auch so viel zu tun. Vielleicht können wir dann schon mal anfangen, Leute zu besuchen. Hallo, Eugen! Verzeihung, willkommen im Museum von Pilzdorf. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Fossilien analysieren. Was? Mozzi 97 schreibt gerade, er hat einen Kryon gefunden, der Furz. Ich will den haben. Ich will den Furzkryoten haben. Oh, hallo Franz. Franz guckt auch zu. Hi, geht's dir? Alles gut? Was soll ich analysieren? Mit wem redest du da? Mit niemandem, mit dem Stimmen in meinem Kopf. Ach so. Da, bitteschön. Mehr als nur ein Fossil, wie ich sehe. Viele Fossilien. Schauen wir. Wir haben noch nicht alle dieser Fossilien in unserer Sammlung. Ich bin beeindruckt. Sie haben ein Talent für das Aufspüren von Fossilien. Ich bin ein wenig neidisch. Vielleicht kann ich Sie überzeugen, Ihren Hund für die Förderung der Kultur in Pilzdorf zu stiften. Vorerst gebe ich Ihnen allerdings Ihr Eigentum zurück. Denken Sie bitte über eine Spende nach. Mann, so viele Fossilien. Wollen Sie jetzt spenden? Ja. Was denn? Oh, gar nicht mal so viel, ne? Sogar ein Bild. Ja, Moment. Erst angucken. Das ist ein Pachysaurus-Torso. Das auch. Den brauchst du nicht zweimal haben. Das ist ein Archelonenschädel, ein Farnfossil und ein Ankylosaurus-Schwanz. Bitteschön. Sie haben uns da aber einige tolle Dinge mitgebracht. Sehen wir uns das mal an. Diese großzügige Spende nehme ich natürlich entgegen. Nur keine Umstände. Ich kümmere mich um alles. Höchstpersönlich. Habe ich jetzt nicht etwas Bild gestiftet? Sie scheinen im Moment nichts dabei zu haben, was ich Spenden entgegennehmen könnte. Holen Sie Insekten, Fische, Meeresfrüchte, Fossilien oder Kuhunstwerke. Ich mag das Wort Kuhunstwerke. Da ist ein drin. Bis zum nächsten Mal. Wir haben das Bild gespendet. Das scheint dann keine Fälschung gewesen zu sein. Oh mein Gott. Jetzt muss ich verkaufen gehen. Dann war das keine Fälschung. Oh mein Gott. Das war keine Fälschung. Aber hier ist es nicht. Gut. Ja, wenn ich die restlichen Fossilien kaufe, ey, dann werde ich, glaube ich, total... Oh, da ist unser erstes Bild! Perlengemälde, gespendet von Honey, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Künstler Jan Vermeer. Ich weiß nicht, ist bestimmt Französisch. Um 1665 entstanden Öl auf Leinwand. Auch das Mädchen mit dem blauen Turban genannt. Über die Identität des Mädchens ist nichts bekannt. Ist ja langweilig, aber ein wunderschönes Gemälde. So, Kinders. Ich würde sagen, das war es erstmal für den heutigen Part. Morgen, also für die Leute gleich, aber für die anderen Leute, morgen werden wir uns noch weiter in der Stadt umsehen, Sachen verkaufen und dann Leute besuchen gehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, Animal Crossing. You live. Unser Dorf soll schöner werden. Tschüss.